So, ihr Lieben, jetzt bin ich das nochmal. Jetzt seht ihr mich mal. Da vorne steht mein Auto. Ich bin fast auf der Zielgeraden angekommen, sozusagen. Und ich drehe jetzt nochmal rum, damit ich euch kurz was erzählen kann. Wie geht's, komm? Meine Hunde, gell? Brav. Kommt gerade ein Auto hinter mir und meinte, ja, also ich habe dann die Hunde schnell rangenommen, an die Leine genommen, sowohl die Kleinen, gell, die haben alle ein Geschirr an, da, Ellie, da, so, die Ellie, und die Picket, gut, so, die an die Leine genommen, die Großen an die Leine genommen, sind ja nur 10 in Summe. Und dann sagt doch die Frau, hält die dann an neben mir, guckt mich böse an und sagt dann zu mir, das ist wohl eine Schuhnummer zu groß für sie. Ich habe dann gesagt, ich verstehe sie jetzt nicht, was heißt Schuhnummer zu groß? Ja, es wäre eine Schuhnummer zu groß, so sagt man das hier. Sie würde wohl nur mit 2 Hunden gehen und es wäre ja, also so viele Hunde, das ginge ja gar nicht. Und ich sag so, die sind aber artig und die hören und das klappt gut. Ah, das wäre ja totaler Blödsinn. Und sie könnte nur mit 2 gehen und hat Gas gegeben, ist davon gerauscht. Ist dann vorne nochmal kurz an meinem Auto stehen geblieben. Und ich dachte so, ja bitte halte an, damit ich nochmal die Möglichkeit bekomme, mit dir zu sprechen. Aber leider hat sie das nicht getan. Ich finde das immer eine echte Unterstellung, wenn jemand immer jemanden sieht mit mehreren Hunden, steht man immer auf dem Tablett, gell? Es ist immer, man steht immer auf dem Tablett, es ist immer, das geht nicht, das kann man nicht, das funktioniert nicht, ohne überhaupt, also sie hat mir gar keine Chance gegeben, mich zu rechtfertigen. Ich will mich gar nicht rechtfertigen, aber einfach zu sagen, hey, überdenke das, ja. Es gibt auch durchaus Menschen, die können das. Das hat mich jetzt so geärgert, dass ich euch das einfach erzählen muss. Geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Nur weil es in dem Kopf desjenigen nicht reinpasst, ja, so eine Aussage zu treffen und so unhöflich zu sein. Das ist was, sie war eine Jägerin. Und auch Jäger haben nicht das Recht, das zu tun. Ich bin auch Jägerin und wir versuchen immer höflich zu sein, nett zu sein. Ja, einfach nur es positiv einfach zu erklären. Sie hätte ja sagen können, yo, ist Brut- und Setzzeit. Das weiß ich. Die Hunde waren auch wirklich auf dem Weg, ja. Und sobald sie mal reingegangen sind, habe ich sie gerufen. Also es ist unglaublich, dass man mir vorwirft, die Situation nicht einschätzen zu können und ich finde das immer wieder traurig. Wie gesagt, ich hatte gehofft, dass sie jetzt vorne an meinem Auto stehen bleibt und sagt, jetzt rede ich mit der Frau nochmal, aber die Möglichkeit hat sie mir leider nicht gegeben. So, jetzt fressen sich meine beiden Kleinen. Wo sind wir? Das sieht man immer nicht, gell? Also ich und mein Handy, aber das musste ich euch jetzt erzählen, tut mir leid. Lange Rede, kurzer Sinn. Geht immer respektvoll mit eurem Gegenüber um. Ihr wisst nie, wer vor euch steht und ihr wisst nie, was das denn für ein Mensch ist. Und ich finde es immer dreist, sich über andere Menschen drüber zu stellen. So sieht's aus. Das wurde zum Mittwoch. Also habt einen schönen Tag und wir haben ein tolles Wetter hier, gell? So, die Gang nochmal, die packe ich jetzt ins Auto. Und die Kleinen sollten auch ins Auto, weil die fressen sich auf. So, okay, also habt einen schönen Tag, bis bald.